Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir uns die Steine craften und dann werden wir die abbrennen. Kohle habe ich ja richtig viel jetzt gesammelt, ja. Let's start again. Moin ihr Zaberster und Zabersterinnen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft StarCraft. So, und da sind wir auch wieder am Start. Ich hatte ja gesagt, dass wir diese Folge noch mal ein bisschen hier weitermachen, die Ressourcen farmen, weil dann haben wir endlich vielleicht alles zusammen, um uns schon mal in Tinkers Construct eine Schmiede zu bauen. Oh, ich höre schon wieder einen Zombie hier. Es ist noch immer Nacht, das ist der Nachteil an einem Einzelspielermodus, das ist ja kein Server. Das heißt, hier läuft die Zeit nicht weiter, wenn ich nicht da bin, sondern der speichert praktisch an dem Punkt, wo ich mich so gesehen im Spiel auslogge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und da müssen wir jetzt aufpassen hier. Oh, komm schon. Pam, so. Wir nehmen nämlich noch das ganze Gravel, was wir hier finden können, mit, weil das brauchen wir definitiv. Es kann sogar sein, dass wir noch ein bisschen Clay sammeln müssen später. Aber ich nehme auf jeden Fall schon mal Gravel mit. Da ist nochmal ordentlich jetzt wollte ich schon sagen, Glevel. Glevel. Ja, Gravel natürlich, meine Freunde. Gravel. So. Das nehmen wir auf jeden Fall auch nochmal alles mit. Zack, zack, zack. Oh. Sorry. Ja, ich hatte ja letztes Mal in einem Video gesagt, dass ich gerne einen Livestream machen würde. Einmal in der Woche. Und ich habe mir gedacht, wir können das dann wirklich auch so machen, dass ich da so eine Zusammenfassung immer einen Tag nach dem Livestream bringe. Das heißt, ich werde dann abends, wenn der Livestream beendet ist, hingehen oder am nächsten Tag morgens und werde dann direkt ein Video aufnehmen, wo ich eine Zusammenfassung mache, was ich in dem Livestream alles genau gemacht habe. Damit die Leute, die, sag ich mal, den Livestream verpasst haben, sehen können, okay, das und das und das hat der Kevin gemacht. Fände ich eine ganz coole Sache, wenn wir das so lösen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass so ein Livestream auch mega cool ankommen würde bei euch. Uiuiuiui, hier haben wir aber nochmal ordentlich Gravel. Was geht denn hier ab? Boah, das nehmen wir aber alles mit, Leute. Ja, seid mir nicht böse. Ich bin hier gerade ein bisschen im Gravel-Wahn. Ich weiß, aber wenn hier so viel schon ist, dann nehme ich das auch dankend an. Da kann ich nicht widerstehen bei so viel Gravel. Vor allen Dingen, wenn ich in so einer Not bin jetzt, ne? Weil ich dringend welches brauche auch. Boah, da können wir eine richtig, richtig fette Schmiede auf jeden Fall bauen. Ja, wie ich schon gesagt habe, so 2, 3 Folgen wird sich das ziehen mit Tinkers Construct. Dann werden wir nämlich anfangen gleich. Vielleicht werden wir heute schon die ersten Steine setzen können. Es kommt halt drauf an, wie wir das zeitlich hinkriegen. Müssen wir mal schauen. Ich weiß auch nicht, wie viel Sand habe ich dabei. Okay, eigentlich ordentlich. Ich muss nur aufpassen hier, die ganzen verrotteten Fleisch, die nehmen mir den Platz weg. Vielleicht mal ein bisschen mein Inventar aussortieren. Kaum noch Platz hier. So. Muss ich mir auf jeden Fall merken, die Stelle, dass hier so viel Gravel ist. Ich dann nochmal welches brauche, gehe ich hier wieder hin. Zack, 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 zack. Dann nehmen wir das alles schön mit hier. So, dann gucken wir mal ganz kurz hier. Diesen Frostschädel, den brauchen wir auch nicht. Können wir auch wegschmeißen. Oh, da hinten haben wir noch ein bisschen Kohle. Die nehmen wir auch noch mit. Zack, 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 zack. Hier haben wir auch noch Kohle, die wir mitnehmen können. So, so, so. So, und dann würde ich sagen, machen wir uns erstmal schnell auf den Weg zurück ins getraute Heim. Erstmal eben was snacken hier. Es wird jetzt auch gerade wieder Tag. Ja, zack, 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 zack. So, dann nehmen wir das alles hier auch noch mit. Sand können wir auch noch gebrauchen. Machen wir auch noch mal eben ein bisschen was voller. Weil wir haben ja ordentlich Clay auch. Das heißt, wir können auf jeden Fall gleich noch ein paar Stacks von diesem Gestein abbrennen. Und dann geht's auch schon los. Da müssen wir nämlich gleich mal ganz kurz schauen. Also Tinkers Construct werde ich auf jeden Fall noch hinkriegen. Und dann werden wir erstmal ein paar Erze farmen über ein paar Folgen hin. Also so 2, 3 Folgen. Ein paar Folgen heißt jetzt bei mir 2, 3 Stück. Und dann werden wir uns dran wagen, endlich mal mit Advanced Genetics anzufangen. Um uns unseren eigenen, sag ich mal, Supermenschen zu schaffen. Je nachdem werden wir mal gucken. Vielleicht können wir sogar das Farmen für Advanced Genetics dann schon in den Livestream packen. Ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet. Ich fände es eine ganz geile Idee, wenn ich dann die Erze, statt 2, 3 Folgen lang dann Erze zu farmen, die bei einem Livestream mache. Dann kann ich auch ein bisschen bauen. Dann kann ich meine Höhle schöner machen. Im Livestream, dass das da schöner aussieht. Und wenn ich dann in Aufnahmen bin, für YouTube, da fange ich dann immer nur neue Mods an. Wie zum Beispiel Advanced Genetics dann. So, jetzt müssen wir erstmal hier lang laufen wieder. Wir müssen jetzt das ganze Stück erstmal zurück hier. Auf jeden Fall gucken, dass ich mir auch ein paar Tiere besorge und ein paar Ställe baue. Und dann da ein paar Tiere halte. Zack. Gehen wir hier lang. So, hier lang. Oh. Das hat aber ganz spät hier geladen im Berg. Ah, okay. Da geht's lang, ja. So. Dann sind wir wieder zu Hause. Zu Hause. So, jetzt müssen wir gucken. Ach, okay. Ich dachte schon, da wäre jetzt alles unter Öl, weil das so schwarz war. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir uns die Steine craften und dann werden wir die abbrennen. Kohle habe ich ja richtig viel jetzt gesammelt, ja. Da werde ich auf jeden Fall ordentlich Gas geben können mit. Okay, hat er jetzt alles geladen, sehr schön. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier an die Kiste, da haben wir nämlich alles drin, was wir brauchen. Und tun auch rein, was wir nicht unbedingt jetzt mit uns rumschleppen müssten. Hier können wir erstmal noch die ganzen Seeds reintun. Futter brauchen wir jetzt auch gerade eigentlich. Warum? Ach, okay. Dann tun wir das hier oben erstmal rein. So, das Brot, das nehme ich zum Essen. Zack. So, den Clay nehmen wir mit. Den Sand, Gravel. So. Dann hauen wir das hier rein. Das da rein. Machen wir nochmal hier davon was. So, dann nochmal so. Zack. Zack. Zack, da haben wir nochmal welche. Kriegen wir noch? Ja, wir kriegen noch eine kleinere Fuhre hin auf jeden Fall. Also da wird nochmal so fast ein Stack rauskommen. Zack, hier haben wir nochmal 2 Stück drinne. So, und die können wir jetzt nämlich gleich in den Ofen knallen. Ich würde sagen, wir nehmen auch ein bisschen Cobblestone noch mit und machen nochmal ein paar Öfen mehr, dass das schneller geht mit dem Abbrennen. Gucken wir mal eben. So, zack, zack. Zack, zack, zack. So, da haben wir die Öfen schon mal frei. Dann machen wir hier Cobblestone. So, zack. Dann stellen wir uns die Öfen hier erstmal schön auf. So. Und dann fangen wir an. Dann kommt hier 8 Kohle schaffen ja immer ein Stack abzubrennen. Dann hauen wir hier immer jeweils 8 Kohle und ein Stack rein. 8 Kohle, ein... Oh, da haben wir Stone drin. Das wollen wir natürlich nicht. Das brauchen wir jetzt erstmal gerade gar nicht. So. 8 Kohle, genau. Wieder Stone. Dann machen wir wieder den rein. So, zack. Stone, den so und den so. Zack. Nein, kein Stone. Das wollen wir rein. Genau. Ja, da haben wir die ganzen Öfen jetzt gleich voll. Hier, sehr geil. Zack und zack. Ja. Dann hauen wir den Cobblestone, den wir jetzt übrig haben, hier oben rein. Das ist Stone. Cobblestone. Ja, sehr schön. Und dann können wir nämlich in der Zeit schon mal hier raus. Ne, machen wir uns diese Bodenplatten. Die finde ich ziemlich geil. Hier, genau die. Können wir daraus machen. Dann kann ich mir den Boden damit schon mal ein bisschen anfangen in der Folge heute zu machen. In der Zeit, wo das nämlich dann hier alles brennt und da unsere schönen Steine rauskommen, kloppen wir hier den ganzen Boden weg und legen den dann gleich schön mit diesen Fliesen aus. Und dann waren wir schon sehr produktiv. Dann können wir auch nämlich schon so, wie es aussieht, in der nächsten Folge anfangen damit, dass wir unsere Tinkers Construct Schmiede endlich bauen. Sehr geil. Ah, kommt hier irgendwo Öl? Nee, ne? Okay. Über das Öl muss ich mir jetzt gerade keine Sorgen machen. Gut. Sehr schön. Ja, dann werden wir nämlich in der nächsten Folge anfangen, hier die Tinkers Construct Schmiede zu bauen. Je nachdem, wenn wir das schaffen. Meine Schaufel... Nee, meine Spitzhacke geht jetzt auch bald zur Neige. Muss ich ein bisschen aufpassen. Aber ich habe ja noch ein paar Diamanten. Die sind ja jetzt nicht so ultra selten. Da werde ich auf jeden Fall genügend noch kriegen. Oh, okay. Hier haben wir jetzt Öl. Das war ja sehr tief, da musste ich aufpassen ein bisschen. Ich werde das Öl auch weiter da unten lassen, weil das wäre dumm, wenn ich das wegmache, da ich das so oder so für später brauche, wenn ich dann die Rakete habe und zum Mond fliegen will, dann brauche ich nämlich Öl. Da müssen wir auf jeden Fall gucken. So, zack, 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 zack. So, dann haben wir das auch schon mal hier. Nehmen wir natürlich die ganzen Erze mit. Ja, und wenn wir dann die Schmiede haben, dann müssen wir uns erstmal entscheiden. Ich denke mal, dann werden wir darauf hinarbeiten, dass wir relativ zügig Richtung Nether gehen, um uns dort ein bisschen Ressourcen zu besorgen für so eine ultimative Spitzhacke, mit der wir dann gut unsere Erze farmen können. Das wird auch relativ schnell gehen. Und dann werde ich darauf hinarbeiten, dass ich erstmal ein paar Fledermäuse mit euch jagen gehe für Advanced Genetics dann nachher. Weil wir brauchen von denen richtig, richtig viele Hautfetzen für die ganzen Gene. Weil um, sag ich mal, eine Spritze mit Fluggenen drinne zu machen, da brauchen wir schon ordentlich. Da müssen wir auf jeden Fall, ich glaube 28 sind das, die wir sammeln müssen, Punkte. Und das ist schon ein bisschen was. Da brauchen wir auf jeden Fall einmal so ein Inventar voll mit Hautfetzen, wenn nicht sogar 1,5. Das ist schon ein bisschen Arbeit. Das wird auf jeden Fall nicht so rucki zucki gehen, um es mal so zu sagen. So. Ist jetzt nur noch hier der Boden in dem Raum. Geht jetzt relativ zügig. Dann haben wir schon mal unser Häuslein oder unsere Höhle relativ schön eingerichtet. Oh, was haben wir denn hier? Okay, Emerald, okay. Ich weiß gar nicht, was die Emeralds bringen. Ich glaube, die haben die Haltbarkeit von einem Gegenstand verdoppelt, wenn man die auf einen Gegenstand gecraftet hat bei Tinkers Construct. Bin ich mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Vielleicht kann es ja einer in die Kommentare schreiben. Finde ich auf jeden Fall eine geile Sache. Da müssen wir sowieso mal schauen, womit wir unsere ultimative Spitzhacke machen. Ich habe ja schon einen Plan, so wie ich das immer in den Livestreams gemacht hatte. Müssen wir dann mal schauen. So, zack, 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 zack. Auf jeden Fall erstmal hier schön alles hinbauen. Ich tue mal eben den ganzen Cobblestone, den ich jetzt im Inventar habe, hier oben rein. Ach, kann man die auch schon machen. Sehr geil. Da muss ich das ja nicht immer einzeln reintun. Ich Lappen. Ich habe das nämlich immer alles einzeln reingeräumt und dabei gibt es hier die Schnellfunktion dafür auch schon. Quantum Ohr. Ich weiß auch nicht, wofür das genau ist. Ich glaube, da irgendjemand hatte mir auch gesagt, dass man hier die Möglichkeit hat, Diamanten zu züchten. Dass man Erze praktisch erschaffen kann. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Keine Ahnung. Kann ich nicht genau sagen. Aber was ich sagen kann, wir sind am Ende unserer Folge schon angekommen. Wir sind jetzt mittlerweile bei 13 Minuten. Ich würde sagen, wir werden uns dann in der nächsten Folge von Minecraft StarCraft wiedersehen, wo ich diesen ultra ominösen und pornohaften geilen Boden dann mit euch zu Ende machen werde. Und dann anfangen werde, mit euch die Tinkers Construct Schmiede zu craften. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann, ja, zum nächsten Video wieder einschaltet. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und einen netten Kommentar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Minecraft StarCraft. Danke fürs Zuschauen, ihr Zabiaster und Zabiasterinnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!